Ja, das Thema Finanzkrise, Eurokrise, Wirtschaftskrise, es ist ja vor allem eine Finanz- und eine Eurokrise bzw. eine Geldsystemkrise, die lässt auch die Versicherungswirtschaft nicht unverschont. Und gestern als Novemberbeitrag 2012 in der FAZ zum ersten Mal gestanden mit der Überschrift geringe Überschüsse von Versicherungen, zum ersten Mal in einem Artikel auch aufgetaucht, dass sich die Renditen, die die Versicherer zwischenzeitlich noch erwirtschaften, vor allem mit einem erhöhten Risiken und geringerer Bonität von Kunden bzw. von Staaten erkauft wird. Also die Thematik, glaube ich, die wird immer transparenter, wird immer klarer. Und auf die betriebliche Altersversorgung hat es schlichtweg die Auswirkung, dass der Arbeitgeber für einen möglichen Ausfall, für eine mögliche Reduzierung nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz haftet. Der Arbeitgeber hat für seine Zusagen einzustehen, er hat einen sogenannten Verschaffungsanspruch. Der Arbeitnehmer bekommt das, was der Arbeitgeber ihm zugesagt hat. Und zwar unabhängig, ob der Versicherer leistet oder auch nicht leistet. § 89 VAG. Sie kennen alle die Vorschrift, die Versicherungsgarantien können in bestimmten Voraussetzungen auch reduziert werden, Auszahlungen verboten werden, Rückzahlungen verboten werden und ähnliche Dinge. Ich glaube, das ist ein Thema, das der Arbeitgeber einfach nicht unterschätzen sollte. Und wenn der Arbeitgeber für alles haftet, dann ist es aus meiner Sicht auch der einzig vernünftige Weg, dass er auch entscheidet, wie das Geld, für das er letztendlich haftet, angelegt wird. Das heißt, er kann entscheiden, dessen Sachwerte im eigenen Unternehmen anzulegen. Und das ist eine Möglichkeit mit der pauschalodierten Unterstützungskasse, bei der die freie Kapitalanlage, die Anlage in Sach- und Realwerten möglich ist, dass hier der Arbeitgeber ganz bewusst eine Anlage wählt, hinter der er auch stehen kann und die er auch vertreten kann. Er kann natürlich selbst, wenn er das als die einzig richtige Anlage hält, in griechischen, in spanischen oder in italienischen Staatspapieren investieren. Selbst kann er das Ganze, aber auch dann hat er selbst in der Hand und auch dann hat er die Möglichkeit, das selbst zu mischen und zu streuen.